Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder in Clash Royale und haben eine Challenge. Und zwar, dass wir nur mit Einheiten gewinnen, die eben auch ein Schild haben. Das waren aber leider nur vier Einheiten und natürlich noch quasi fünf. Nämlich der Zauber Königliche Luftpost lässt ja eben noch den Rekruten, der ein Schild hat, spawnen, beziehungsweise kommt er da raus. Dann dachte ich, komm, wir füllen noch irgendwie auf. Einen Klonzauber habe ich dann reingepackt, einen Wutzauber und einen Spiegel. Den Spiegel eben, damit wir noch mehr Schildeinheiten haben. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Im Notfall tauschen wir einfach noch Pfeile oder einen Feuerball oder sowas rein. Mal sehen. Aber wir versuchen jetzt erstmal so zu gewinnen und wünschen direkt unserem Gegner viel Glück und legen dann jetzt einfach mal los. Mal gucken, wie wir starten. Ich glaube, hinten rechts setze ich mal einen dunklen Prinzen. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ist die Frage, wie wir seinen Golem am besten aufhalten sollten. Ist jetzt hinten links erstmal eine Kanonenkarre und hoffe, dass der Mini-Packer geschnetzelt wird. Aber wir können ja jetzt hier einfach auch defensive Königsrekruten setzen, die auch einerseits den ganzen Kram da auf der rechten Seite geklärt haben. Jetzt müssen wir hier eine königliche Luftpost bringen, weil wir leider nichts gegen Lufteinheiten haben. Denn das Einzige, was wir haben, ist halt die königliche Luftpost, aber nichts, was drauf schießen könnte, haben wir leider. Einen dunklen Prinz brauchen wir eigentlich nicht zu spielen, aber zur Sicherheit, damit kaum Hits durchkommen, setze ich noch einen dazu und setze sogar noch dahinter eine Kanonenkarre, auch wenn wir die eigentlich für die Verteidigung brauchen, um einfach den Angriff hier nochmal stärker zu machen. Und ich sehe gerade, auf der rechten Seite hatten wir schon gute Hits, dann war es jetzt dumm, hier auf die linke Seite zu gehen. Aber ist dann jetzt halt mal so. Jetzt setze ich noch schnell eine Kanonenkarre, die war wichtig, dass sie so schnell kam, damit keine unnötigen Hits mehr durchkommen. Und eventuell lässt er die wieder an den Tower dran. Ja, er lässt sie wieder an den Tower, keine Ahnung warum. Das ist sehr gut für uns. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die 1-0-Führung. Und jetzt müssen wir halt hier ein bisschen Elixier sparen und gleich wieder versuchen, den Golem aufzuhalten. Wir können erstmal hinten links schon mal die Rekruten setzen. Vorne dann noch die Wächter dazu. Oh, jetzt kommt hier eine Lakaienhorde. Da müsste aber jetzt ganz schnell genau die königliche Luftpost kommen. Jetzt klonen wir nochmal alles von uns. Das war, denke ich, gar nicht mal so bad, weil dann werden die Schilder ja auch mitgeklont. Deshalb ist der Klonzauber hier in dem Deck nicht schlecht. Und jetzt hoffen wir, dass der eine Rekrut das schafft zu verteidigen. Er hat zwar geschafft, aber hat den Turm damit nicht gerettet. Einen Damage-Vorteil haben wir aber trotzdem auf der rechten Seite und diesmal haben wir nicht so wenig Elixier und können jetzt versuchen, gut gegen den Golem vorzugehen und setzen sogar zwei Kanonenkarren diesmal. Setzen dann noch die Königsrekruten schon mal. Ich brauche auf jeden Fall gleich irgendwas wie Pfeile oder irgendwas in der Art noch als Unterstützung. Wir haben jetzt ganz viele Einheiten, aber er macht da gerade noch einen Sepp rein. Das war natürlich gut von ihm, aber wir können jetzt den Konter starten. Nicht. Oh, die blöde Lakaienhorde hält unsere Truppen auf. Und ich habe noch einen Wutzauber, der richtig unnötig war, gesetzt. Der war jetzt einfach nur Elixierverschwendung. Egal, wir führen noch und können den Mini-Packer easy aufhalten mit neuen Königsrekruten. Aber mein Wutzauber war ziemlich schlecht. Das war richtig dumm gemacht. Ich dachte irgendwie, wir kommen trotz Lakaienhorde durch. Keine Ahnung, was ich dann wirklich bei gedacht habe, das war echt dumm. Die königliche Luftpost kommt aber wieder hier für den defensiven Part. Und jetzt könnten wir versuchen, irgendwie durchzubrechen mit diesen Einheiten, die ich hier am Setzen bin und noch einem Wutzauber dazu. Aber jetzt kommt dann ein Golem, der wird natürlich jetzt erstmal ordentlich die Schläge da wegtanken. Und jetzt müssen wir halt wieder verteidigen. Die königliche Luftpost kann ich noch nicht setzen, da wir das für die Lakaienhorde brauchen. Jetzt müssen wir hoffen, dass sie endlich mal die Leute da weggehauen bekommen. Das war gut. Und jetzt nochmal hier Wächter vorne hin. Und jetzt Wutzauber vielleicht. Ne, ich bringe den Wutzauber nicht. Ich setze hinten nochmal Königsrekruten. Wir müssen gucken. Wir müssen halt noch einmal Damage auf jeden Fall durchbekommen, damit wir das überhaupt gewinnen können. Aber es kann auch sein, dass die erste Runde gelaufen ist. Machen wir hier wieder. Ja, ne, das war's. Auch wenn wir. Auch. Ja, der Turm ist verloren. Egal, nächste Runde wird besser. Oh, der Turm ist noch nicht verloren, aber ist jetzt auch egal. Vielleicht hätten wir noch irgendwie. Ne, ich glaube, auch selbst wenn ich jetzt noch was gesetzt hätte, wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Aber in Ordnung, erste Runde. Klar, wir haben ein ziemliches Luftproblem. Und ich würde sagen, den Wutzauber packen wir jetzt auch einfach mal
4 Pfeile aus und dann machen wir weiter. Den Klonzauber ist natürlich ziemlich nützlich in dem Deck. Und hier einen Prinz mit einer Lakaienhorde, aber wir können schnell die... Ah, ich habe mich ein paar Mal vertippt, das war schlecht. Oh Mann, jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis ich die Lakaien abschießen konnte, egal. Oh, er hat Lakaienhorde und Lakaien, das ist sehr ärgerlich für uns. Sehr, sehr ärgerlich. Aber wir versuchen jetzt den Angriff auf der rechten Seite und hoffen, dass da ein bisschen Damage durchkommt. Ein bisschen Damage kommt auf jeden Fall durch, weil die Kanonenkarre oft unterschätzt wird. Wenn die einmal im Tower ist, dann macht die schon ordentlich Damage. Und trotzdem lassen sehr viele die durchkommen. Jetzt müssen wir hier wieder eine Kanonenkarre setzen, aber diesmal als Verteidigung, um irgendwie den Damage wegzutanken. Eine richtig gute Einheit hatten wir jetzt nicht, aber es hat ganz gut geklappt. Jetzt setzen wir Pfeile und treffen noch den Tower mit, das schmeckt doch. Wir führen auf jeden Fall sehr gut. Wir müssen nur gucken, ob wir das auch wirklich bis zum Ende schaffen. Aber wir haben ja jetzt Pfeile und die königliche Luftpost. Das wird, denke ich, reichen. Zum Blocken können wir hier einfach wieder die Königsrekruten benutzen. Jetzt kommen da Lakaien, da kommt jetzt die königliche Luftpost. Auch wenn sie jetzt nicht unbedingt vonnöten war, dachte ich, komm, packen wir noch mit rein. Und die rechte Seite, da hat er auch nochmal einen Rekruten dran. Das läuft gut für uns. Ich setze den dunklen Prinzen, auch wenn er immer sehr Probleme hat gegen die Skelettarmee, weil der Tower immer alle wegschießt, also genau die abschießt, wo er gerade hinschlagen will. Aber das Problem haben ja einige Einheiten. Setzen wir hier zur Verteidigung auf der rechten Seite nochmal Wächter auch. Mussten wir spiegeln. Und falls es nicht klappt, aber doch, die Wächter gespiegelt haben das ja easy geschafft. Wir hatten kein Problem gegen den Prinzen. Ich würde sagen, wir können jetzt relativ campy spielen. Jetzt hier königliche Luftpost. Oh, das war nicht so schlau von ihm. Da ist er reingegangen. Jetzt können wir einfach einen dunklen Prinzen setzen. Ah, jetzt kommt da noch ein Dingens. Da müssen wir jetzt doch ein paar mehr Sachen setzen. Ja gut, ein Miner kam da, aber wir haben es gut geblockt bekommen. Und setzen jetzt hier nochmal die Königsrekruten. Wir werden das ganz locker hinkriegen. Wir müssen 10 Sekunden durchhalten. Das schaffen wir auf jeden Fall, denke ich. Jetzt können wir die Pfeile losschicken und auf der linken Seite sehe ich, haben wir den Tower fast auch noch bekommen. Egal, wir haben schon gewonnen. Ja, wir haben jetzt sowieso schon gewonnen. Sehr, sehr nice. Sehr lustiges Deck, sehr cooles Deck. Kann man auf jeden Fall mal spielen. Muss sagen, hat halt Nachteile gegen die Luft. Aber sonst ist es halt extrem cool. Vor allem kann der Klonzauber richtig nützlich sein. Ich habe auch schon mal Wächter mit einem Spiegel und Klonzauber im Duokampf gespielt und mein Kollege hatte das auch, kann ich auch nur empfehlen, ist super lustig, dann kann man einfach extrem viele Wächter setzen und die zerstören dann alles, weißt du, und dann noch 2 Klonzauber drauf, man muss halt nur darauf achten, dass die Gegner keine Pfeile haben, weil die zerstören das komplett weg. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, ciao, bis zum nächsten Mal.